Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video stelle ich euch einen ergonomischen Bürostuhl der Marke Sihu vor. Sihus Slogan Defying Gravity, Redefining Comfort spiegelt sich in dem Sihu Doro S300 eindeutig wider. Höchste Qualität und stetiger Comfort. Dieser Stuhl setzt Maßstäbe in der Branche mit seinem Mechanismus aus Glasfaserplatten höchster Luftfahrtqualität, der euch ein schwereloses Liegeerlebnis bietet. Koordinierte Unterstützung beim Zurücklehnen gewährleistet eine ergonomische Haltung und maximale Bequemlichkeit. Mit dem dynamischen Lendenwirbelstützsystem wird euer Rücken sanft umhüllt, während die unabhängige Rückenlehne den gesamten Rücken optimal unterstützt. Ein ultrabreites und weich integriertes Kopfstützsystem bietet zusätzlichen Komfort und Entspannung. Die Premium-Mesh-Oberfläche aus italienischem Samt und DuPont TPE sorgt für eine himmlische Behaglichkeit. Ein stoßdämpfendes und druckentlastendes Federungssystem sorgt für ein angenehmes Sitzerlebnis, das ihr den ganzen Tag über genießen könnt. Sechsdimensional koordinierte Armlehnen bieten euch eine individuelle Anpassung und Unterstützung für ihre Arme und Schultern. Dies sind nur einige der vielen Funktionen, welche der Sihu Doro S300 beinhaltet. Falls ihr Interesse an diesem Stuhl habt, folgt dem ersten Link in der Videobeschreibung für mehr Informationen. Falls ihr etwas weniger Geld ausgeben wollt, solltet ihr den Sihu Doro S100 in Betracht ziehen, welcher ebenfalls erstklassig und mit knapp 360 Euro ein Stück weit günstiger ist. W's in die Kommentare für das heutige Video. Ich werde nämlich gleich auf eure Setups reagieren, wie gewöhnlich. Aber mit dem Bonus, dass ich euer Alter erraten muss. Wenn ich euer Alter nicht erraten kann, drehen wir an einem Glücksrad. Okay, und zwar haben wir jetzt hier ganz viele verschiedene Sachen, die der Typ gewinnen kann. Zum Beispiel 24er Red Bull Packung, 12er Red Bull Packung, AOC 165 Hertz Monitor im Wert von 200 Euro. Wenn das drankommt, bin ich gefickt. Dann kann man aber auch Pech haben und es kommt sowas wie, dein Setup ist scheiße. Dann bekommt der Typ halt einfach gar nichts. Dann Govee 5 Meter LED Strip, ist in Ordnung, ist ein kleiner Gewinn, aber nimmt mal mit. PlayStation Leuchte, also auch die, wo bei mir hier im Hintergrund steht. 800 Euro Gaming PC, somit der dickste Gewinn, den man bekommen kann. Ich bekomme nämlich die Tage einen Gaming PC zugeschickt und derjenige würde den dann bekommen. Also 800 Euro Gaming PC ist der dickste Gewinn. Wenn jemand das erreicht, Bruder, dann hat er es auch verdient, weil guckt mal, wie viele Sachen hier angezeigt werden. Ihr seht es hier, ich will jetzt nicht alles vorlesen, hier sind extrem viele Sachen dabei und irgendwas davon wird derjenige dann gewinnen. Digga, man denkt einfach Kirmes oder Freispiele in einem Casino. Auf einmal wird hier noch jeder süchtig, der das Video schaut. Ich sehe es kommen. Außerdem ist jetzt hier nochmal kurz die Auflösung von dem Gewinnspiel. Ich habe 2 PSN-Karten verlost. An die beiden Gewinner schreibt mir eine Nachricht auf Instagram und schickt mir euren YouTube-Kanal, sodass ich halt sehe, dass es keiner faken kann. Und jetzt hier nochmal ganz kurz, ich habe auch noch einen Zweitkanal. Da lade ich aktuell FIFA-Videos hoch. Und zwar habe ich da ein Format gestartet, wo ich FIFA mit 10 Euro durchspielen muss. Wenn sich jemand von euch für FIFA interessiert, kann er auch sehr gerne mal diesen Kanal hier abchecken. Link dazu ist in der Videobeschreibung oder einfach auf meinem Main-Kanal Übersicht und dann angesagte Kanäle. Achso, noch eine Sache, wenn ihr euer Gaming-Setup einschicken wollt, dann findet ihr dazu auch die E-Mail in der Videobeschreibung. Okay, der erste Zuschauer hat ein gutes Setup. Er hat 3 Monitore mit einer Tischhalterung festgemacht. Dann hat er auch auf sein Kabelmanagement geachtet. Dann hat er auch ein sehr gutes Mikrofon von Rode. Tastatur und Maus sehen krass aus. Also auf den ersten Blick schon mal ein cleanes Setup. Er hat auch ein Go XLR. Also ich glaube, alleine dieses Go XLR kostet 300 Euro oder so. Ich finde vielleicht den Tisch ein bisschen zu klein für die 3 Monitore, weil es sieht immer ein bisschen kacke aus, wenn die Monitore über den Tisch gehen. Ansonsten coole Produkte am Start. Ich finde auch den Controller hier in der Camouflage-Optik geil. Die 2 Bilder hier oben sehen auch cool aus. Ich hätte vielleicht ein anderes Desktop-Hintergrund gewählt. Das da ist jetzt nicht so meins. Aber an sich ein echt geiles Setup. So, wie alt ist der Typ? Ich würde eventuell sagen 16. Komm, ich lege mich fest, der ist 16 Jahre alt. Moin, mein Name ist Tim, ich bin 22 und wollte auch mal mein Setup einsenden. Bin zwar nicht 100% zufrieden, aber ist besser als gar nichts. Ich weiß, der Schreibtisch ist sehr klein, aber leider kein Platz für einen größeren. So, komm, ab mit dir auf die Rutsche, da sehe ich ihn. Er ist 22, er braucht keine Sachen, er verdient sein eigenes Geld. Deine Eltern sind Geschwister und let's go. Ja, Junge, deine Eltern sind nämlich Geschwister, so ein Ding ist es nämlich. Ja, der Mann hätte wirklich alles gewinnen können.
Und er kriegt einfach, deine Eltern sind Geschwister. Perfekt. Yippie. Boah, Bruder, Digga, übelst der Adrenalinkick. Weiter geht's mit dem nächsten Setup. Und das da ist kein 22-jähriger Zuschauer. Der Bruder hier ist jung. Und ich habe eins gelernt, nachdem ich auf 1 Million Zuschauer-Setups in meinem Leben reagiert habe. 90% der Leute, die so ein Setup haben, sind entweder 11 oder 12 Jahre alt. Klar, ein MacBook ist jetzt kein Gaming-PC, aber der kann ja trotzdem damit alles machen außer zocken. Er spielt noch auf einer Nintendo Switch, er hat keinen PC. Es sieht mir aus wie ein Setup von einem 12-Jährigen. Mein Gaming-Setup heiße Lukas, bin 12 Jahre alt. Vamos, kannst du meinen Freund Jakob grüßen? Grüße gehen raus an Jakob. Digga, grüße ich doch gerne den Jakob. Ey, was ist das hier für ein Raum schon wieder? Aber auf den habe ich schon mal reagiert. Er hat, glaube ich, noch mal ein paar Sachen geupgradet. Also, wir sehen hier einmal eine Fernsehecke und dann hier seine Setup-Ecke. Wir machen mal weiter. Auf dem Bild hier haben wir einen besseren Überblick von seinem Setup. Imagine, er gewinnt jetzt den 800-Euro-PC. Stellt euch das mal vor. Der Mann hat einfach ein besseres Setup als ich. Das ist halt wirklich brutal. Okay, dann sehen wir hier noch mal seinen PC. Guck mal, sogar hier links ist eine Kamera. Hier in der Mitte ist eine Kamera. Man denkt einfach Setup von einem YouTuber mit 500.000 Abonnenten oder so. Guckt euch mal die Produkte an, die er da am Start hat. Dickes Stream Deck, dann hier nochmal kleines. Dann hier die ganzen Geräte, um sein Mikrofon einzustellen. Also, ich glaube, das da hat schon einiges gekostet. Ja, ist schon krass, ne? Würde ich bewerten mit einer 10 von 10. Hier nochmal ein Lenkrad für Rennspiele. Der ist deutlich über 20, eventuell sogar über 30. Wir werden jetzt auch safe wieder am Rad drehen müssen, weil sein Alter kann man nicht erraten. Ja, ich sag, der ist 27 oder so. Hier mal mein Dual-PC-Setup. Hab vor 4... Warte mal, er hat, glaube ich, nicht sein Alter dazu geschrieben. Nein, er hat sein Alter nicht dazu geschrieben. Okay, weiter geht's mit diesem Zuschauer hier. Er hat so einen großen Monitor. Ich finde die Beleuchtung schon ganz geil. Also man sieht ein bisschen Personalität, auch mit dem Regal hier. Dann hat er auch nochmal ein Tablet hier unten stehen. Sternenhimmelprojektor steht hier links nebendran. Stell dich mal vor, er gewinnt jetzt diesen Sternenhimmelprojektor, dann hat er einfach 2. Ja, ich denke, der ist auch so 12, 13, 14. Komm, wir legen uns bei ihm fest auf 12. Hey Gary, hier ist mein Setup. Ich bin 11 Jahre alt und es hat ungefähr einen Wert von 3000 Euro. Ah, ein Jahr wieder daneben. Das sieht aber nicht aus wie ein Setup von einem 11-Jährigen. Wenn er gewinnt, dann Glückwunsch. Der Mann ist 11 Jahre alt, der kann es gebrauchen. Komm. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Es sind so viele verschiedene Sachen. Wenn er was Krasses trifft, ne? LOL, 400 Euro nach Server. Ach du Scheiße. Digga, wir drehen gerade das zweite Mal an diesem Rad und er hat einen 400-Euro-Server gewonnen. 5 Euro, 10 Euro, Govi 5 Meter LED-Strip, Red Bull, hier ist alles dabei. 25 Euro Razer-Tastatur, Maus, alles dabei und er gewinnt einfach den 400-Euro-Server. Er kann damit machen, was er will, von mir aus auch verkaufen. Ich habe diesen Server gesponsert bekommen und muss erstmal noch ein Video darüber machen. Wenn ich das Video gemacht habe, dann bekommst du den zugeschickt. Der kommt auch erst in 2 Wochen oder so raus, man kann den noch gar nicht kaufen. Okay, wir sehen hier, dass er ein Logitech-Lenkrad hat. Genau dasselbe Lenkrad habe ich gestern sogar auf Amazon gesehen. Kostet, glaube ich, 200 Euro. Okay, er hat 2 Monitore, einer davon ist hochkant. Nebendran steht dezent ein LED-Blitz. 3D-Wallpanels sind an der Wand. Er hat ja schon 2 Monitore. Alles relativ clean angerichtet. Das da ist kein komplettes Anfänger-Setup mehr. Der Bruder hat sich das über einen gewissen Zeitraum schon aufgebaut, das sieht man. Ich lege mich fest auf 13. Hallo, ich bin Max, 13. Der Arme, der darf nicht am Rad drehen und der davor hat einen 400-Euro-Server gewonnen. Hallo, ich bin Max, 13 und war schon mal in einem deiner Videos. Okay, wir machen weiter mit diesem Setup hier und das sieht doch schon mal extrem gut aus. Personalität stimmt, ist nicht einfach nur eine weiße Wand, sondern er hat sich wirklich Mühe gegeben. Belichtung ist gut, alles schön ausgeleuchtet im Hintergrund. Kabelmanagement stimmt, würde ich bewerten mit einer 8 von 10. Die Frage ist, wie alt ist der Mann jetzt? Wir sehen auf jeden Fall, dass hier oben 3 Gönnergy-Dosen stehen. Ich würde sagen, der ist unter 18, entweder 15, 16, 17. Dann haben wir hier nochmal ein Bild von unter dem Schreibtisch. Man sieht wirklich gar keine Kabel. Und dann sehen wir hier nochmal seinen PC, da sind sogar so kleine Nanoleaf-Panels drin. Schläg mich fest auf 16. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit 13. Hallo Gary, ich bin 13 Jahre alt und habe mir das Setup dank Sponsoring von Mama und Papa ermöglichen können. Er kann ruhig was gewinnen, aber was Kleines. Gönn, 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 gönn. Der Bruder hat die 60 Euro AirPods gewonnen. Ist eigentlich auch ein guter Gewinn, weil hier sind so viele Sachen dabei, die viel schlechter sind. Kabellose Kopfhörer kann man immer gebrauchen. Keine Ahnung, was er da oben versucht hat zu bauen.
Kleine Couch. Ja, ist eine chillige Zockerecke auf jeden Fall. Wie alt könnte der sein? 13, 14? Ich sag, der ist 13. Ich bin Adrian, 14 Jahre alt und habe mein Setup 2 Jahre zusammengespart. Wieder 1 Jahr daneben. Und wir müssen wieder am Rad drehen. Ey, wenn jetzt irgendwas Krasses kommt, ne? Es sind so viele Kacksachen noch dabei. Spiel besser kein Glücksspiel. Junge, ja. Besser ist es, kein Glücksspiel für dich. Genau diesen Trümmerbruch will ich hier sehen. Mehr davon. Oh Mann, du Alter, wie alt könnte der hier sein? Er hat halt nur so einen kleinen Fernseher mit einer PS4. Also wenn der jetzt 14 ist, ne? Klar, das könnte auch sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der halt so ein 10er, 11er ist. 10er, 11er Lachs. Ich sag bei ihm, dass er 11 Jahre alt ist. Das mein Setup hat ungefähr 600 Euro gekostet. Will einen PC haben, aber keine 1000 Euro. Überlege, PS5 oder PC 800 Euro zu holen. Bin 10 und würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen. 10 Jahre alt ist der Mann. Eventuell wird die Entscheidung ja jetzt einfacher, wenn du diesen 800 Euro PC gewinnst. Wahrscheinlich gewinnt er den 800 Euro PC. Alles gesehen im Leben. Oh Junge, bitte jetzt nichts Teures, bitte nichts Teures, bitte nichts Teures, bitte nichts Teures. Ja. Bin ich reich, kauf dir selber was. Ja. Er ist einfach 10. Mann, gönn ihm doch wenigstens 5 Euro. Digga, Stil würde jetzt sagen, huch, XXL Kung Fu Panda Mauspad hat er hier am Stissel. 2 Monitore mit einer Tischhalterung, Mikrofon hier oben. Jetzt kein ultra krasses Setup, aber auf jeden Fall ausreichend zum Zocken. Klare Sache. Da kann man auf jeden Fall noch sehr viel rausholen. Ich meine, die Grundbasis steht schon mal. Komm, der ist 14. Er hat nur geschrieben, bin 16. Perfekt. Kein Text, einfach nur bin 16. Digga, wir drehen hier gefühlt bei jedem. Ich muss mich mal hier ein bisschen am Riemen reißen. Zack, wir gehen rein. Nochmal so ein geiler Spruch, komm bitte. 5 Euro, 10 Euro sind noch okay. Irgendeine kleine Doni, aber kein PC. Heul doch, du Hund. Ja, geil. Beste Format überhaupt. Heul doch. Ja, yummy. Mit deinem scheiß Kung Fu Panda Mausbett, Junge. Piss dich. Ist natürlich alles nur für die Unterhaltung, ne? Klare Sache. Hier wird niemand gedisst. Ah, ist meine Tür, die kannst du kennenlernen. Okay, wir machen jetzt noch ein Setup und dann ist over. Ich will hier Support unter dem Video sehen. Das kostet alles Geld. Auch mal ein Like da lassen auf Ehre. Tastatur sieht absolut geil aus. Auch hier wieder diese Logitech Ultra Light oder wie die heißt, keine Ahnung. 2 Monitore, auch hier wieder ein Hochkant. An sich, cleanes, cooles Setup. Auch hier fehlt nochmal so ein bisschen die Personalität. PC auch schön in einem weißen Stil gehalten. Also komplettes All-White-Setup. Ich sag, der ist 14. Ich glaube, wir liegen hier ganz gut. Ich heiße David, bin 15 Jahre alt. Würde mich sehr freuen, wenn ich mal in einer deiner Videos dabei wäre. Nochmal hier ein Spruch, nochmal ein Spruch, nochmal ein Spruch, nochmal ein Spruch, nochmal ein Spruch. 5 Euro, ab mit dir auf die Rutsche, ne? 5 Euro. GG's. Besser als ab mit dir auf die Rutsche. 4 Monitore am Stissel, selbe Aufteilung wie bei mir. Mikrofon hat er sogar ein Shure SM7B, also dasselbe, das ich auch benutze. Er hat eine stabile Kamera. Er hat dieselbe Kamera wie ich auch. Okay. Maus und Tastatur von Logitech. PC sieht auch gut aus. Dann wurde sich auch hier wieder Gönnergy gegönnt. Boah, ich denke, der ist 16. Als ob sich irgendein 12-Jähriger eine 500-Euro-Kamera kauft. Oder ein 400-Euro-Mikrofon. Das macht eigentlich keinen Sinn. Steht kein Alter dabei. Er hat nur das Setup geschickt. Und an der Stelle bin ich raus für das heutige Video. Hat Bock gemacht aufzunehmen. Ein paar Leute haben gute Sachen gewonnen. Lasst gerne hier am Ende nochmal ein Like da, um den Bums zu supporten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.